Ja, gerade befinde ich mich auf dem Rückweg von einem Termin nach Ralfhausen. Und ja, das Thema Hüfte verfolgt mich in der letzten Zeit des Öfteren. Heute ging es um eine Frau, die ist so Mitte 40 Jahre alt und hat vor einigen Monaten einen sehr schweren Unfall erlitten. Und ja, sie ist dann operiert worden an der Hüfte. Und dann kam die Standard-Reha-Maßnahme und ja, dann habe ich die Dame kennengelernt und es ging nicht so wirklich voran mit ihr. Und ja, nach einer weiteren Reha-Maßnahme ja, war sie eigentlich erst ganz zufrieden. Und dann spielte eine Rolle auch so ein bisschen ihre Psyche, denn nach dem Unfall war sie immer beschäftigt gewesen und sie musste aufgrund der Unfallfolgen auch umziehen und kam dann auf einmal nach Hause und stand auf einmal in ihrer Wohnung und war da ganz allein. Und das hat natürlich viel mit dem Kopf gemacht. Das ist das eine. Das andere ist, dass sich dann in dieser Zeit auch erhebliche Schmerzen ausgebildet haben und wir haben sie vorgestellt im Rahmen der Heilverfahrensstörung bei einem Orthopäden und der stellte dann fest, aufgrund von der CT-Aufnahme, das mit der Hüfte, das funktioniert nicht so ganz richtig. Und zwar in der Hüftpfanne wachsen die Knochen nicht so zusammen, jedenfalls nicht, wie man so schön sagt, zeitgerecht. Das ist ein blödes Wort, aber ja, irgendwas stimmt da nicht. Und der Arzt hat aber gesagt, okay, Stoßwelle bei Dr. Bärtje in Hannover macht keinen Sinn, weil man kann da irgendwie nicht mit der Stoßwelle rein. Und ja, dann war die nächste Frage halt, wie geht es dann jetzt weiter? In solchen Fällen holen wir uns dann mal eine zweite Meinung ein. Und in dem Fall habe ich die Betroffene im BG-Klinikum in Hamburg angemeldet. Und ja, da gibt es im Prinzip nur zwei Wege. Entweder es kann operiert werden oder es kann nicht operiert werden. Meine Klientin berichtete mir, dass sie so große Schmerzen hat, dass sie nicht schlafen kann. Sie kann kaum in ihr eigenes Auto, sie fährt mittlerweile wieder Auto, ein- und aussteigen. Sie kann die Wohnung zwar ja, herrichten, aber das dauert alles sehr lange. Sie hat sich immer über Arbeit definiert und das war ihr Leben. Sie will dringend und zwingend wieder arbeiten, weil sie das wirklich für ihr Leben braucht. Und das ist natürlich ein toller Motivator, nur funktioniert das dann halt natürlich nicht. Ah ja, wenn man so Schmerzen hat und wenn es mit der Hüfte nicht weitergeht. Deswegen gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder das BG-Klinikum in Hamburg sagt, okay, es ist so, wie es ist und man kann da operativ nichts machen. Das ist die eine Variante. Und die zweite Variante ist, okay, man kann es operieren und die wollen das auch gerne machen. Und dann muss natürlich meine Klientin darüber entscheiden, will sie das oder will sie es nicht, weil das hat natürlich auch was mit Risiken zu tun. Dann kommt der nächste Punkt, halt die Teilhabe am Arbeitsleben. Das hatte ich ja schon so ein bisschen angedeutet. Meine Klientin ist sehr über Arbeit definiert und okay, der muss man auch Rechnung tragen. Und wir haben jetzt besprochen, dass wir zwei Wege gehen. Sollte rauskommen, dass das BG-Klinikum sagt, keine Operation. Okay, dann ist es so, dann wollen wir uns vielleicht eine dritte Meinung holen, wollen aber dann schon mal gucken, was können wir mit dem verbliebenen Restvermögen dann letztendlich erreichen im Bereich der Teilhabe am Arbeitsleben. Da wollen wir mit einem Leistungsanbieter zusammenarbeiten, der sich darauf ja, spezialisiert hat. Und sollte eine Operation möglich sein, muss natürlich eine Reha folgen. Die sollte auch Arbeitstherapie oder sogenannte MBOR, das ist eine medizinisch-berufliche Rehabilitation, mit beinhalten. Das wird zum Beispiel angeboten in der BG-Reha-Klinik in St. Peter-Ording oder zum Beispiel in der Sonderstation in Hachmühlen. Das sind nur so zwei Orte, wo das stattfinden könnte und mit denen ich auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Das ist der eine Plan. Also es kommt eine Reha, wenn operiert wird. Und wir wollen aber schon nach der Aussage letztendlich des BG-Klinikums dann auch in diesem Fall schon mal gucken, halt, wie können wir Teilhabe am Arbeitsleben mit diesem Leistungsanbieter zusammen gestalten und werden das dann schon vorbereiten. Und dann nach der Reha-Zeit, wenn operiert wird, ja, dann wollen wir natürlich auch schauen, dass dann halt eine, ja, Umsetzung erfolgen kann. Die alte Tätigkeit, das steht jetzt schon fest, wird die Betroffene nicht mehr machen können, aber sie wird definitiv, und das ist schon mal klar, eine andere Arbeit ausführen können. Wir haben uns jetzt erarbeiten können, dass so 6 Stunden jedenfalls, wenn operiert wird, wahrscheinlich realistisch ist und das werden wir auch dementsprechend umsetzen. Das war's jetzt von mir erstmal. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bleibt vor allem gesund. Bis dann. Tschüss.